Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft. Ja, wir spielen weiter im Singleplayer. In der letzten Folge haben wir hier die schöne Weizenfarm angelegt. Ja, okay, es wird Nacht. Das heißt für uns, wir müssen mal ins Haupt, bevor uns die bösen Monster erwischen. Ich hoffe, ihr habt sie überhaupt angeschalten. Nee, habe ich nicht. So. Zurück zum Spiel. Gut. Wir haben ja überall Dach. Ach, hier oben beim Weizenfeld muss ich dann auch noch mal ein Dach drüber bauen. Das werde ich aber offline machen. Gut, so, hier werden wir mal kurz unser Inventar ausräumen, damit wir hier etwas weniger mit haben. Das, hier haben wir alles weg. Holz brauchen wir jetzt auch nicht mehr, das auch nicht, das auch nicht. Blumen, lassen wir alles einsortieren. Hier haben wir unsere schöne Anlage. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir hier bei diesem Zuckerrohr haben wir noch immer nicht genügend. Das heißt, die ganze Farm da oben ist etwas langsam. Ja, okay, jetzt demnächst bekommen wir sowieso noch die Weizenfarm dazu, aber das dauert ja auch alles so lange noch, bis wir wirklich was haben. Schauen wir nochmal rauf zu unserer Farm hier oben. Hier haben wir eine kleine Spinne. Ja, komm, Spinnchen. Komm, nicht abhauen. Hier bin ich. So. Gut. Ach ja, hier Glas müssen wir rein tun. Wir unbedingt machen, weil sonst bringt das ganze Dach nicht, wenn wir kein Glas drin haben. Glas haben wir, ja. Nee, hier haben wir, ich glaube, zu wenig. Organisieren wir uns hier hinten etwas Glas. Da. So, das muss aber reichen. Das Spinnenauge schmeißen wir einfach hier rein. Auf. Ich hatte mir schon, dass wir hier eventuell ein paar Ways legen, damit wir hier leichter nach oben kommen oder so. Sei auch nicht schlecht. Wie viele Fenster haben wir hier reingemacht? Ach, Menno. So. Dann werden wir schauen, dass wir hier vielleicht auch noch. Oder kann das sein, dass die zu. Nee, Licht, das jetzt müsste eigentlich egal sein. Dann bekommen wir es ja genug. Ich denke, wir werden hier auch noch Seitenwände reinmachen. Sprich, dass wir sozusagen ein ganzes Haus haben. Das wäre ja auch nicht schlecht. Tak, tak. Hier rein. Alles. Ja, ich entschuldige mich für gestern, dass da kein Video rausgekommen ist. Ich hatte gestern etwas Stress wegen meiner ganzen Ausbildung, Weiterbildung und so weiter. Da konnte ich leider kein Minecraft-Video hochladen. Aber dafür gibt es ja heute wieder eins. Also jeden Tag sollte eins kommen, außer es kommt wirklich irgendwas Privates dazwischen. Dann geht sich das nicht immer aus. Aber im Grunde geht sich das schon aus. Bin auch am Überlegen, ob wir hier eine zweite Farm aufstellen sollen. Wobei, wir haben jetzt die Weizenfarm, aber könnte ja nicht schaden. Okay, hier müsste man dann noch eins raus und hier rüber, wenn wir hier einen Raum bauen würden. Ja, aber das Problem wird ja auch sein, dass das Ganze in der Nacht, also im Winter, hier alles Eis ist. Ob dann das Ganze noch wächst, ist fraglich. Gut, dann. Ah, hier haben wir Pfeile, die brauchen wir eh dann mal wieder. Ja, was machen wir mit unserer Baumform eigentlich? Wie schaut es denn hier aus? Ja, jede Menge Rubberwood. Nehmen wir noch ein bisschen mit. Rubber-Setzlinge, hier ist natürlich nichts drin. Hier haben wir wenig Sand, dann nehmen wir auch mit, den können wir gleich durchschmelzen, dann haben wir das auch hinter uns. Weil Glas brauchen wir sowieso immer. Holz hier rein, Glas brauchen wir auch nicht mehr, das hat sich ja erledigt jetzt. Wir gehen nochmal hier hin und bestellen hier nochmal Carbonplatten. Zwar sagen wir hier 5 Stück. Ich hoffe, das geht sich aus, ja. Die werden ja alles aus Bio hergecraftet. Was wollte ich? Ah ja, das Glas machen. Ach, Menno. Einfach hier in den Ofen rein. Zack, zack. Und hier rein. Kann das arbeiten. Schaut eigentlich hier hinten aus mit den ganzen Bienen und das alles, das müsste ja auch noch alles funktionieren. Ne, hier unten sind die. Okay, das bleibt so, hier ist nicht viel. Hier sind ein paar Pollen, haben wir schon jede Menge. Zehewabe, Hockeykomb, Seigewabe. Ja, die Anlage macht das schon alles. Es ist halt so, dass wir hier noch einiges an Arbeit vor uns haben. Das Ganze hier weiter zu verarbeiten, den Honig vor allem. Der ist ja hier. Wohin geht die Bildkraftenergie eigentlich? Das ist 3. Ach so, das geht ja hier alles zusammen am selben Strang. Ah, egal.
Ah, die Anlage, das funktioniert alles noch. Ja, wir brauchen auf alle Fälle jede Menge dieser Carbonplatten, weil wir das... sage jetzt nur nicht, dass das ganze Logistik-Pipe-System wieder nicht funktioniert, dann drehe ich aber durch hier. Wenn das... Oh nein, wenn das nicht funktioniert, dann... Herrlich. Nee, das funktioniert. Ja, es funktioniert. Glück gehabt. Das dauert anscheinend nur ewig. Ah, wenn wir hier sind, dann gehen wir gleich mal zu meiner. Den haben wir auch schon lange nicht mehr besucht. Unseren Freund, so, der ist voll gut. Zack. Wobei, hört das Logistik-Pipe-System auf? Nee, normal nicht, weil der Junk werden ja trotzdem geladen. Was ist hier? Ah, hier ist meine Mine. Schon wieder vergessen. So, jetzt müssen wir nur schauen, wo der Miner steht. Hier war er. Hier war er, dann ist er hier. Du da rein, du da raus. Ich verstehe nicht, warum der eigentlich keine Diamanten findet. Da muss ich dann wirklich mal schön langsam... Nee, ich weiß, was wir machen werden. Wir werden einfach Diamanten aus Kohle machen. Wir haben so viel Kohle. Können wir aus Diamanten rausmachen. Und das machen wir auch automatisch mit der Crafting-Anlage. Genau das werden wir jetzt machen. Ja, den da rein. Den da wollte ich reinschmeißen. Und den ganzen... Ja, das... Nee, wo ist denn der Kupfer? Das Kupfer... Ach, zu spät. Wollte ich gerade sagen, das Kupfer und den lassen wir hier nicht einsortieren, weil davon haben wir eh schon jede Menge einsortiert. Da müssen wir schauen, was wir mal daraus machen. Egal. Also wir erweitern jetzt unten unsere Anlage. Das heißt, wir brauchen Kohledust. Das heißt, einen Laserator. Haben wir einen. Gut, daraus machen wir Kohledust. Dann müssen wir aus Kohledust diese Dings machen. Da brauchen wir Crafting Table. Haben wir. Dann brauchen wir noch ein Crafting Table, weil wir aus diesen Platten noch zwei Platten machen müssen. Oder nee, warte. Wie war das mit den Diamanten? Haha, gute Frage. So, da drücken wir mal. Ich glaube, ja, das Equivalent Exchange. Nee, das brauchen wir nicht, das auch nicht. Der Teleporter. Das auch nicht, das auch nicht. Ja, hier wird ja angezeigt, was man mit den Diamanten machen kann. Drücken wir nochmal R. Das wird hier angezeigt, auch nichts. Ja, mit Gold und Philosophy Stone. Durchschmidt brauchen wir auch nicht. Ah, da, genau. Ein Cold Chunk, den Cold Chunk, nee, da brauchen wir. Genau, hier aus Compressed. Coldball, aus Coldball, den Coldball. Dust und Feuerstein. Ah, okay, das ist eh gut. Das heißt, wir machen das, das und da brauchen wir einen Feuerstein. Den Freddy brauchen wir. Feuerstein, wo haben wir denn das drinnen? Das ist wieder Frage, ne? Alle Fälle, wir brauchen mal Kohle, das und den hier. Aber nehmen wir gleich mal drei Stück mit. Bei Kohle haben wir echt jede Menge. Das ist ja nicht normal, wie viel wir hier haben. Haben wir noch sowas wie Crafting Pipe? Da brauchen wir noch ein Stück, ja. Crafting Pipe. Crafting Pipe. Ach, Leuchtstein. Haben wir da irgendwas? Nö. So. Leuchtstein. Ach ja, da waren wir eh schon in der Nether, so viel ich weiß, oder? Ja. Da waren wir holen. Weil da hatten wir ja nichts mehr. War jetzt normal eigentlich, jetzt haben wir alles an Rohstoffen außer Diamanten wieder. Ich war eindeutig zu, ja, ich habe zu viel Diamanten verbraucht am Anfang, weil ich dachte, ach, wir haben ja jede Menge, nur keine Sorge. Wir haben es ja, ne? Aber anscheinend war es doch nicht so. Wie viel haben wir hier? Platz 2. 1, 2, dann hier. Ja, Pipes haben wir wieder keine mit. Na klar, so. Können wir wieder Pipe holen gehen. Oder fliege ich aber jetzt gleich hoch, da bin ich schneller. Das war ein Stone Pipe, glaube ich. Hoffe ich halt. So. Und mehr brauchen wir vorerst eh nicht mal. Doch, nur eine Crafting Pipe brauchen wir. Wir müssen den Messerwaiter ja auch anschließen. Für Kohledust, weil ich mir gar nicht... Nee, Kohledust wird nicht gemacht. Das müssen wir manuell machen. Also, da hätten wir es noch... Momentan haben wir es so, dass er manuell gemacht wird. So. Genau, Crafting Pipe.
Stromkabel brauchen wir auch noch. Wir müssen das anschließen auch noch. So. Nehmen wir den mit. Oh, das war die Mauer. Die Mauer stand im Weg. Ja, hier wollt nicht bei. Jetzt ist die Frage, wo fahren wir hier weg? Am besten machen wir das so. Genau. Dann brauchen wir hier wieder einen Messerator. Ich hoffe, der Strom haltet das aus. Naja, wird schon funktionieren. Das müssen wir einfach hier mal irgendwo eine MFE dazwischen schalten. So, Strom bekommt er schon, ja. Hierauf. Hier sagen wir einmal Kohle. Das wirst wir nicht haben, aber wir können es ja requesten. Das ist ja nicht so schlimm. Wenn wir Kohle haben, hier sagen wir mal zwei requesten, müsste sie gleich runterkommen. Irgendwo, wo, ah da, genau. Das läuft jetzt einmal durchs ganze System, aber das ist egal, so funktioniert das wenigstens. So, dann sagen wir hier oben kommt einmal Kohle rein, einmal das draus, oder? Ich glaube, so ist das ja, oder? Wenn man einmal Kohle reinschmeißt, kommt einmal das draus, oder? Mal kurz gucken, was das sagt, ob das stimmt oder ob zwei rauskommen. Nein, ich glaube einer, ja. Okay, spitze. Dann sagen wir, hier haben wir noch nichts drin. Hier haben wir schon was drin. Ah, hier wird das so zusammengecraftet. Egal. Hier sagen wir, runter Dumbaya das. Und hier ein Feuerstein. Bekommen wir Kohlball. TSA, das ist wieder was anderes. Okay. So, das importieren wir hier. Dann haben wir den auch schon. Das heißt Kohlball. Und den Kohlball muss man wieder weitermachen. Das war dieser. Der kommt dann zu diesen. Ah, okay. Der Kohlball. So. Muss dann in den Kompressor. Wir haben aber keinen Kompressor. Wobei, nee, das haben wir nicht. Hier haben wir die Platten. Ah, das sind die Carbonplatten, ne? Der, das, jenes und eines. Okay, ja. Das heißt, wir brauchen dann noch einen Kompressor. Und dann mit dem Kompressor, da müssen wir das noch alles einmal zusammenkräften, glaube ich. Nee, schmelzen. Achso, nee, ne. Ah genau, hier damit Obsidian. Obsidian haben wir eigentlich auch im Nether genug. Da werde ich dann holen gehen, weil nicht das... Oder das gehen wir schnell zusammenholen. Wir gehen einfach mal in Nether, holen es als Obsidian. Und dann war es eigentlich schon mit dieser Folge. Dann werden wir in der nächsten Folge einen Kompressor bauen. Und das nochmal machen und schauen, was wir sonst noch so brauchen. Für das ganze System hier. Dann können wir es endlich Diamanten aus Kohle machen, denn Kohle haben wir ja ohne Ende. So, jetzt sind wir hier. Dann rauf in die Base 2. Und hier irgendwo, da oben haben wir Obsidian jede Menge. Das alles außer Einlass wir hier. Ein bisschen Reserve sollte man immer haben. Genau, der Netherstein, damit machen wir ja die Lava unten. Ja, die Quervi, die könnte man auch mal abbauen hier. Hahaha, das war noch Zeit. Oder ich stelle einfach mal eine zweite Quervi hier auf. Dann haben wir auch wieder genügend Diamanten. Nee, das ist mir zu aufwendig. Ja gut, ich würde dann sagen, das war's dann jetzt soweit. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Und ja, bis dahin. Ciao und viel Spaß beim Ansehen.